Konfuzius sagt, ein Tag, an dem du nicht gelacht hast, ist ein verlorener Tag. Eine Frau befindet sich in einer fremden Stadt, in der sie keinerlei Bekannte hat. Es ist spät, es regnet und es ist wirklich sehr kalt. Sie begibt sich in ein Hotel und bittet um ein Zimmer. Aber der Concierge muss ihr mitteilen: Es tut mir leid, wir haben Messe und es ist darum kein einziges Zimmer frei. Verzweifelt fleht die Frau: Bitte, wo soll ich denn um diese Zeit noch eine Unterkunft finden? Soll ich bei dem Wetter auf einer Parkbank übernachten? Der Mann an der Rezeption hat ein Einsehen und sagt: Nun gut, eigentlich kann ich das einem Gast normalerweise so nicht anbieten, aber es handelt sich um einen Notfall. Ein Bett in einem Vierbettzimmer könnten Sie bekommen. Allerdings, und da liegt der Haken, die anderen drei Betten sind von Männern belegt. Die Frau ist echt dankbar und sagt: Na egal, Hauptsache ein Dach über dem Kopf. Sie begibt sich auf kürzestem Weg in das Zimmer und sie möchte ins Bett. Die Männer sehen sie sich an, lächeln und ein paar anzügliche Bemerkungen kommen natürlich auch. Einer von ihnen macht folgenden Vorschlag: Hören Sie, wir werden Ihnen jetzt ein Rätsel aufgeben. Wenn Sie es lösen, dann lassen wir Sie schlafen. Und wenn nicht, naja, Sie wissen schon, dann machen wir Sex mit Ihnen, und zwar ein jeder von uns. Die Frau zeigt sich einverstanden und der Mann sagt das Rätsel: Was ist groß und gelb und leuchtet am Himmel von morgens bis abends? 2 Tage und 2 Nächte vergehen. Niemand kommt aus dem Zimmer heraus. Der Mann von der Rezeption ist ernsthaft beunruhigt. Er geht nach oben, presst sein Ohr an die Tür und lauscht. Eine müde Männerstimme sagt gerade: Was ist groß und gelb und leuchtet am Himmel von morgens bis abends? Und eine fröhliche Frauenstimme antwortet: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Eine weitere, noch müdere Männerstimme sagt dann: Bitte, sag, es ist die Sonne. Bitte! Konfuzius sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöhen deine gute Laune um mindestens 400%.